Der Monat Mai ist traditionell der Monat zum Heiraten. Wer in Salzgitter zur Eheschließung nicht in das Rathaus von Salzgitter-Lebenstedt gehen möchte und das dortige Trauzimmer nutzt, hat weitere 4 Möglichkeiten zur Auswahl. In Salzgitter-Bad kann man sich auch im Biedermeierzimmer des Kniestädter Gutshauses das Jawort geben. Einige Kilometer weiter, in Ringelheim, ist die Eheschließung im Taubenturm möglich. Wer mittelalterliches Ambiente bevorzugt, wählt eventuell auch den Bergfried der Burgruine Lichtenberg. Dieser ist allerdings nicht barrierefrei zu erreichen. Das beliebteste außergewöhnliche Ambiente für eine Trauung in Salzgitter bietet allerdings der Fürstensaal im Städtischen Museum Schloss Salda. Dem feierlichen Anlass entsprechend bildet das Schloss, das 1608 im Renaissance-Stil errichtet wurde, eine eindrucksvolle Kulisse. Um sich für eine ausgefallene Eheschließung anzumelden, führt allerdings am Rathaus doch kein Weg vorbei. Für alle, die den 6.6.2016 verpasst haben, wäre vielleicht auch der 7.7.17 oder der 8.8.18 eine attraktive Möglichkeit.